Die Bernsdorfer Stadtverwaltung kann den Bahnhof nun offenbar doch kaufen. Wie Bürgermeister Harry Habel der Lausitzwelle sagte, habe der Eigentümer signalisiert, in den nächsten 4 Wochen den Verkauf bei einem Notar perfekt zu machen. Für 50.000 Euro sollen das Gebäude und umliegende Areal den Besitzer wechseln. Mit dem Erwerb sieht Habel langfristig die Möglichkeit, die Bahnstrecke wieder für den Personennahverkehr zu reaktivieren. Seit Jahren kämpft der Bürgermeister um eine S-Bahn-Verbindung von Dresden über Kamenz und Bernsdorf ins Seenland. Zum einen wäre dies für die touristische Erschließung notwendig, zum anderen könne man mit einer attraktiven Bahnlinie Einwohner aus der Landeshauptstadt für die Region gewinnen, ist sich Habel sicher. Denn das Bauen hier sowie die Mieten seien deutlich günstiger als in Dresden und dem angrenzenden Speckgürtel.